Na, willkommen zurück. Ich bin ein bisschen krank. Ich habe Halsschmerzen. Der Philipp war die ganze Woche krank und ich habe mich mega fern von ihm gehalten. Und trotzdem habe ich mich mit seinen Killerviren infiziert und angesteckt. Also Zeit, um Sims 4 zu spielen. Ja, mit meiner neuen Challenge. Deswegen rede ich auch so ein bisschen, als hätte ich einen Klops im Hals, weil ich ein wenig Halsschmerzen habe. Oh mein Gott. Wir machen weiter mit unserer eiskalten Engel-Challenge und anscheinend stiftet der Name ein bisschen Verwirrung. Die Challenge hat nichts mit dem Film zu tun. Um Jottes Willen, ich möchte nicht mit meinem Bruder hier schlafen oder so. Ich habe gar keinen Bruder. Wo ist unser Junge eigentlich? Die Challenge hat nichts mit dem Film zu tun. Es geht einfach nur darum, weil sie eiskalt ist und wie ein Engel aussieht. Und wir stylen jetzt mal den kleinen Adebar hier um. Aha, da ertrinkt jemand, da freut er sich. Wo ist denn hier mal ein Spiegel? Aussehen ändern, kleiner Adebar, komm! Lauf! Lauf schneller! Kommst nicht rein? Ist da keine Tür? Hä? Moment. So, jetzt haben wir hier halt einen Spiegel. Aussehen ändern. Los! Du kleiner Trotel. Das ist ein schönes Badezimmer auch. Ach, das ist so ein schönes Haus, ne? So! Der Teint ist ja viel zu hell. Schade, ich kann es nicht ändern. Der Vater hatte graue Haare, ne? Sollen wir mal schwarze Haare nehmen? Wir machen mal schwarze Haare. Das kommt der dunklen Farbe seines Vaters noch am nächsten. Hä, ich kann den Mädchen Frisuren verpassen? Dann sieht er aus wie ein kleiner Indianerjunge. Ah, oh, hier, guck mal. Stylo, Stylo, Milo, hör mal. Ich möchte den kleinen Indianerjungen. So? Ich möchte, dass der ein kleiner Indianerjunge ist. Aber wenn ich ihm jetzt das hier aufsetze, ist. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus! Oh nein! Ih, sieht der kacke aus! Ein Würstchen auf dem Kopf, dann sieht man es nicht mehr. Hühnchen! Hühnchen! Der kriegt ein Hühnchen auf den Kopf. Der kriegt ein Hühnchen auf den Kopf und eine kleine Kette und Make-up braucht er nicht. Gruselige Augen, wann habe ich die denn mal runtergeladen? Ich habe so Kontaktlinsen, die sehen ähnlich aus. Ja, so, dann musst du noch, ich weiß gar nicht, was hatte der Vater denn an? Der war ja Kellner. Haben wir hier irgendwie was Kellnermäßiges? Da, das ist doch kellnermäßig, mit einer Fliege. Nur die grünen Schuhe passen nicht mehr. Hier, Chris Braune. Was sieht der scheiße aus? Schön, schön siehst du aus. So, ah, oh, das ist großartig. So, ja, fertig hier, unser kleiner Specki. Schwimmen, Party, Schlafi. Sporty, nerdy und normal. Oh, da will ich dem aber auch so eine normale Brille anziehen. Ah, herrlich. Mit weißem Rahmen. Schönes Kind, der Adebar. Wird bestimmt niemals gehänselt werden. So, wird auch mal wieder Zeit, dass wir. Wo ist er denn? Oh, er ist inspiriert, der kleine Adebar mit seiner Hühnchenmütze. Da formt er erstmal ein wenig Ton. Das sieht. Tonklötzchen. So, es wird Zeit für uns zu verreisen, würde ich sagen. Mal wieder. Wir haben ja schon lange keinen Mann mehr gehabt. Wo gehen wir denn diesmal hin? Wir gehen mal ins. Ist das das Yoga Center? Ja. Ab ins Yoga Center. Natürlich alleine. So, und in 30 Minuten beginnt der Yogakurs. Das ist noch ein bisschen hin. So, wir gehen mal. Hallo, Yogalehrer. Hallo, Yogalehrer. Ja, ich kann nur am Kurs teilnehmen. Echt? Ach, das ist der Guido. Das ist der Guido. Der ist der schwarzen Witwe damals durch den Korb gerade noch so vom Haken gesprungen. Oh Gott, und warum ist er da? Hä? Den kennen wir doch. Das ist doch der Mehlwurm, oder nicht? Johann Gilbert? Wie hieß der nochmal? Das ist nicht sehr männlich. Was tust du da? Das ist Johann Gilbert von Tempelhof. Oder das war der Vater. Ah, die anderen sind ja tot. Das kann ja gar nicht sein. Ist ja alles dasselbe Universum hier. Och, der kleine Schnösel. Im Privatclub ist er. Ich möchte hier den, hier, komm. Lustig vorstellen. Stell dich mal lustig vor. Ja, der steht ja kerzengerade hier, ne? Lustig vorstellen. So, jetzt aber. Hallo, hallo, na? Du kleiner reicher Junge. Wie geht es dir so? Tag verschönern. Da ist die Anastasia schon wieder. Die ist uns doch am Verfolgen. Hau jetzt ab, du
Schwarze Witwe! Eine Rose direkt anbieten. Wollen wir mal direkt mit der Tür ins Haus fallen? Man kann es ja mal versuchen, ne? Hallo Johann, na, was hältst du denn hier fahren? Zack, ja, nehme ich an, ist umsonst, ne? Umsonst ist immer am besten. Witz, ich will einen Witz machen, ich will einen Witz machen, bleib hier. Geh nicht einfach, du kleiner, stolzer Pfau. Oh, naja, egal. Hallo, Yogalehrer. Offensichtlich kann man mit denen nicht richtig interagieren. Gucken wir lieber mal, was hier so abgeht. Wen haben wir denn hier? Ah, stolzer Mann. Schneuzer Mann. Herbeirufen, direkt mal aus der Chicks-Gruppe hier rausholen. Ih, der sieht aus wie einer von diesen Berliner Hipstern, die glauben, dass diese Pornobalken irgendwie auch nur im Entferntesten attraktiv sind. Also mal ganz ehrlich, wir sind ja mehr Mädchen hier auf diesem Kanal. Liebe Mädchen da draußen, die ihr schon Interesse an Jungs habt. Das, findet ihr das schön? Findet irgendwer von euch da draußen Schneuzer schön? Ich muss kurz ans Telefon gehen, einen Augenblick. Hey Trudi, ich bin's, der Sensenmann. Wie wär's mit einer Verabredung? Ja, okay. Tut mir leid, Sensenmann. Ich bin mit dem Tod verabredet. Ja, kann man von Geistern eigentlich Babys kriegen? Ist ja egal. Erstmal von Herzen kommendes Kompliment machen. Hallo! Zack, da war sie im Gebüsch. In einer kleinen Leuchte. Großartig. Wir sind soeben beste Freunde geworden. Juhu! Da ist gerade die Anastasia mit ihrem letzten Ehemann vorbeigejoggt. Vielleicht gab es ja ein Update und man kann endlich den Tod daten. Das wäre so schön. Ich würde das so feiern. Ja. Da lacht er. Romantik, Hände küssen. Wir haben auf jeden Fall eine Verabredung, ne? Guck mal, und der ist sehr kokett. Aber das habe ich ja mit der Anastasia schon versucht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir enthüllen mal ein streng vertrauliches Geheimnis. Hoppala. Du scheinst dich sehr gut zu amüsieren, Trudi. Es ist so schön, mit jemandem zusammen sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Das wird jetzt ewig so weitergehen. Guckt euch das an, ey. Aufreizend posieren. Witz über alte Zeiten machen. Ja, weißt du noch, als ich... Moment, nein, zurück. Ich möchte ihn kennenlernen. Zack, kennenlernen. Ja, ich glaube nicht, dass man den Tod rumkriegen kann, aber ich finde es immer wieder schön, mit dem rumzumachen. Also so ein bisschen zu schäkern. Ah, wir können beste Freunde werden. Ja! Unbedingt! Mehr können wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, lass uns beste Freunde werden. Ja! Wir sind jetzt beste Freunde. Das ist großartig. Aber ich will raus aus der Friendzone. Ich möchte ihn doch rumkriegen. Irgendwie endet die Verabredung auch nicht, ne? Das ist ganz komisch. Ah, da konnte man einen schmutzigen Witz erzählen. Aber wir können ihm auch Beziehungstipps geben. Ist auch schön. Schmutziger Witz, ja. Die mag ich am liebsten, die schmutzigen Witze. Wir sind sehr glücklich. Wann ist das denn jemals mal passiert? Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Können wir jetzt irgendwas besonders toll freundliches? Mit altem Freund schäkern. Auch nicht schlecht. Oh, aber es sind immer weniger Romantik-Sachen, die man machen kann. Voll scheiße. Meilenstein erreicht. What? Was? Stopp. Was habe ich denn hier? Oh nein, es ist schon wieder weg. Was habe ich denn für einen Meilenstein erreicht? Ja, wer weiß. Who knows? Ah, ach, guck mal. Schön. Schön. Ah. Da sehen Sie einen Sternzeichendrachen und eine Ameise. Der hat das. Der hat ja gar keine Füße. Was? Das ist ja Betrug, ist das ja. So, und wir gehen jetzt durchs Labyrinth irren. Okay. Tschüss. Tot. Jetzt ist er weg. Weg ist er. Der hat eine lila Sense. Schick. Okay. Jetzt sind wir hier alleine. Großartiges erstes Date. Na, dafür hat es sich ja gelohnt.
Aber wenn man alten Barockfilmen Glauben schenken darf, dann laufen hier ja auch immer wunderschöne Vampire herum. Oh, ist aber schon ein bisschen cool hier, so mit dem. Oh, da sind Libellen. Ah, oh, voll schön. Das möchte ich auch genau so bei mir haben. Also das letzte Mal, als ich jemanden in einem Labyrinth habe herumirren sehen, war das auf der Suche nach einem Feuerkelch und er ist dabei zu Tode gekommen. Nun gut, hier ist irgendwie keiner. Ist hier irgendwo jemand? Hallo? Hallo, Aloho, Mora, kann ich dazu nur sagen. Wobei das thematisch nicht so ganz passt. Und in den verbotenen Wald wollen wir auch nicht. Hier ist niemand. Manno. Da ist jemand. Da ist ein Gespenst. Ein männliches auch noch. Bernhard, kokett vorstellen. Ein Kind mit dem Geist. Bitte, bitte, bitte. Und er malt eine Katze. Wie tiefgründig von ihm das ist aber. Eine schöne Katze. Ja, das hast du genau so getroffen, wie es sein sollte. Großartig. Heilige Scheiße. Surrealistisches Gemälde. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beirren. Nach Jenseits fragen. Und wie ist es so? Wo stehen wir denn eigentlich? Irgendwo da unten, oder was? Hä? Wo bin ich denn? Tatsache, ich stehe. Wo stehe ich denn? Irgendwo hier. Ach, da unten. Oh, wie Romeo und Julia. Naja. Rose anbieten. Dem kleinen blauen Gespenst. Und fragen ihn mal nach Tag. Und dann, fragen wir, ob er Single ist. Vermutlich, wenn er tot ist. Ah, Trudi hat erfahren, dass Bernhard mit Mimsi verheiratet ist. Ja, ach komm, ein außereheliches Kind mehr oder weniger. Ist doch scheißegal. Das kriegt die eh nicht mit. Aufreizend posieren. Wir haben ihn auf jeden Fall schon mal rosa gefärbt. Der darf nur die Mimsi nicht mitkriegen. Aha! Ersten Kuss erleben. Aha. Aber das gehe ich ja schon mal davon aus, wenn wir einen ersten Kuss mit einem Gespenst erleben können, dass wir dann auch mit einem Gespenst schlafen können. Oh ja, oh ja. Und dann zack in die Luft geküsst. Schmeckt wahrscheinlich ein bisschen alt. Jo, einladen, über Nacht zu bleiben. Ja, gerne, warum nicht? Sie möchte auch ganz dringend wieder ein Techtelmechtel mit jemandem. Bitten, Freund zu sein. Ja, unbedingt. Pyjama-Party, genau. Eine Pyjama-Party. Ja, und er ist auch schon unser Freund geworden. Das ist dafür, dass du verheiratet bist, bist du aber ganz schön leicht zu haben. Du nuttiges Gespenst. Techtelmechtel im Busch. Nein, ich will gar kein Techtelmechtel, ich will ein Baby. Halt, stopp. Stopp das. Stopp das. Moment, romantisch. Kann ich nicht. Mehr Auswahl. Techtelmechtel im Busch. Naja, gut. Geht. Oh, Entschuldigung, wir werden gerade von Gespenst erschreckt. Echt? Das erschreckt dich? Womit hast du gerechnet? Was dachtest du passiert? Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt der Ehefrau zuschauen, oder was? Bei was denn? Wie sie gruselig Klavier spielt. Ist das die Mimsi? Oh. Ach! Du Scheiße, das wollen wir nicht. Die spielt schon so unsere Todesmelodie. Weil sie uns jetzt als nächstes umbringen wird oder heimsuchen. Wo ist der Trottel denn jetzt hier? Das ist alles viel zu groß. Wie soll man sich denn. Da ist er. Halt, bleib stehen, du kleines, pinkes Gespenst. Herbeirufen geht nicht. Küssen. So, schnell wieder zurückgelaufen. Leidenschaftlich küssen können wir auch. Lalalalalalala. Oder wir können nur mit dem rummachen, verführerisch sein, weggeknutscht. Und kein Baby machen, das wäre aber ätzend. Ach, das wäre ätzend. Das möchte ich nicht. Was war das? Verführerisch flüstern. Techtelmechtel im Busch geht nur. Och, wie doof. Na gut. Dann eben kein Baby machen. Voll schade. Schade, Schokolade. Warum können wir denn nicht mit dem Geist ein Baby machen? Ist doch doof. Na dann komm. Warum stehen wir da im Efeu? Warum stehen wir da im Efeu? Techtelmechtel mit. Ah, der hat ja auch wieder einen Bitch-Slap gegeben. Ach ja, naja, komm. Lassen wir ihr kurz ihren Spaß. Dann erfüllt sich wenigstens hier das da. Der Wunsch. Errungenschaft. Wie wär's? Habe ein Techtelmechtel mit einem Gespenst. Kommt da noch irgendwas dazu? Das ist einfach nur eine Errungenschaft. Lamo. Jemanden umarmen möchten wir auch noch. Hihihihi. So, kann ich jetzt bitte.
Ich kann kein Kind mit dir machen, ne? Ach, Manno. Nee, geht nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wer kommt da? Die Anastasia schon wieder. Das ist unsere persönliche Stalkerin. Ich schwör's euch. Hau ab, Anastasia. Oder die versucht bei uns, die Männer abzugrabben, die so links und rechts abfallen. Ja, super. Hier geht ja mal gar nichts ab. So, wir sind mal in den Park gefahren. Das ist... Ah, da ist eine Trudi! Da ist eine Trudi! Guckt mal! Boah, die ist aber... Doch, das ist die blonde Trudi. Wie cool. Die könnte glatt unsere Tochter sein. Ah, wie lustig. Die Trudi ist die Blonden. Da stampft sie von dannen. Und wer ist das? Der Heldenrick. Ich hole mir jetzt den Gärtner so kokett vorstellen. Den habe ich letztes Mal schon gesehen. Den fand ich gut. Der hat einen Bart. Ich stehe auf Bärte. Außer auf Schnäuzer. Aha. Und er ist ein Schlaukopf. Guckt mal, er spielt Schach. Ah, endlich eine Frau, sagt er sich. So. Den lernen wir jetzt kennen, aber das erst in der nächsten Folge. Ja, wie ihr gemerkt habt, ich mache die Folgen nicht mehr so lang wie früher. Damit sie ein bisschen schöner zum Weggucken sind, dachte ich mir. Ich hoffe, euch gefällt die Challenge bislang. Ich feiere sie sehr. Und dementsprechend würde ich mich natürlich total über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr das Ganze teilt, dann sehen es noch mehr. Und dieser wundervolle Gaming-Kanal hier wächst ein wenig weiter. Lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.